Oh. Heidi, Baby. Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Heidi. Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Mia. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Ah. Jetzt. Sind noch die Leute aus Horan oder was? Kennen wir Aiden vielleicht? Weil es gab ja auch so eine Kinderstätte im ersten Teil, hinterher im DLC in dieser Stadt. Kann echt gut sein, dass wir Aiden kennen. Beziehungsweise kennen sollten. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Aiden, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Oh. Tu, was ich sage. Was tun die mit den Kindern, Alter? Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Was zum Teufel? Die Schwester Feuer gelegt? Mia! Hätte ich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch irgendwann gedacht, ne, kein Bock mehr auf den Scheiß. Fick alles einfach, Alter. Ohne Witz. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Boah, ich bin mal gespannt, was das noch so alles ergibt. Wir können ja einfach alles ausprobieren, aber... Gibt's ein Easter Egg oder so? Oder irgendwas Witziges? Komm, wir probieren's mal. Wir haben kein Wasser! Okay. Interessant. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die man hier hören kann. Okay. Ich weiß nicht. Scheiße, vielleicht haben die PKs ihn mitgehen lassen. Also, entweder ist er irgendwo besoffen umgefallen oder von den Alphas zerfetzt worden. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, was das gerade im Labor war. Vielleicht war es irgendein Mutagen, was ihm da gespritzt wurde. Oder der Impfstoff oder keine Ahnung. Irgendwas. Ich weiß nicht. Die werden wahrscheinlich irgendwelche Tests durchgeführt haben, um die Leute vor dem neuen Virus sicher zu machen.
Beziehungsweise... Ach Mann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die werden jetzt so böse dargestellt irgendwie. Aber es könnte ja auch ganz anders kommen. Weißt du? Könnte ja auch sein, dass die absichtlich böse dargestellt werden, damit man denkt, okay, die haben irgendwelche kranken Experimente an den Kindern durchgeführt, obwohl es in weit so ist, dass sie, dass das Militär eigentlich die Leute davon abbringen wollte, eine Heilung zu finden oder irgendwie so, weil es gab ja auch im ersten Teil gab es ja auch schon Versuche, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen und die Spezialkräfte haben das immer wieder verhindern wollen, weil sie einfach nur die Stadt zerstören wollten. Ohne Rücksicht auf Verluste, damit sie den Virus einfach easy loswerden können. Obwohl sie damit zigtausende Leben ausgelöscht hätten, die noch dort in der Stadt gelebt haben. Gut. Schauen wir uns an, was der Typ zu sagen hat. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Wolfspilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Okay. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist. Zäher als andere. Mhm. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Könnte ja auch sein, dass die... Am Eingang zum okay, einen Moment. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Mich triggert das übrigens... Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Unglaublich. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Okay. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Das ist klar, Alter. Let's go. Bis später, Aiden. Boah, die Musik. Die ist so richtig aufbauend, ey. Holy shit. Geil. Hey, Aiden. Deine Schwester ist am Leben. So, kurz zu den Untertiteln. Mich triggert es unglaublich, wenn die Untertitel nicht richtig übereinstimmen zu den gesagten Sachen. Und dass irgendwie Worte mal verändert wurden oder keine Ahnung was. Ja, aber gut. Haben die meisten Spiele wahrscheinlich versuchen, die Entwickler Spiel einfach zeitig rauszubringen und das wird dann wahrscheinlich nochmal richtig fett extra Zeit beanspruchen. Es braucht nur eine kleine Passage geändert werden. Eine kleine Textpassage oder Erzählpassage und direkt muss die ganze muss der ganze Text geändert werden. Und jetzt zu den... Ach, Mann, ey. Jetzt zu den hier Experimenten, die da durchgeführt wurden. Es könnte ja sein, dass die gute Absichten dahinter hatten. Hinter den Experimenten. Aber dass das einfach alles ein bisschen ausgeartet ist. Und dass es sich hinterher zu Menschenexperimenten und verwerflichen Experimenten generell auch an Kindern einfach entartet ist. Und
das am Anfang eigentlich nur hieß, wir wollen ein Mittel finden, um die Leute vor den Gefahren des Virus einfach ein bisschen besser zu schützen. Gut, müssen uns heilen. So. Was ist das denn hier für hohes Gras, Alter? Wie klein wir sind. Ah, wir klettern eine Wand hoch. Ah, wir klettern eine Wand hoch. Und das ist seitlich. Ja, okay. Okay, jetzt sieht es schon deutlich besser aus. Sah einfach gerade aus, als wären wir so der kleinste... der kleinste Zwerg in der Welt, Alter. Und welche Vermutung ich auch noch habe, ist, dass das ganze Wiedersehen mit Mia vielleicht ein sehr kurzes Vergnügen wird, weil sie dann doch nochmal entführt wird oder... oder vielleicht sogar stirbt. Wer weiß. Würde auf jeden Fall sehr zu Dying Light passen. Das ist... Hallo? Aiden hier. Verstehst du, weil das jetzt? Ganze Spiel ja auch auf dieser Dramatik-Schiene fährt. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Los. See. Und wieder. Übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell. Was ist los? Mach schnell! Die... ah, nee, nicht treten, suchen. Die Dialoge, beziehungsweise das Vorgelesene, wirkt irgendwie noch ein bisschen weird. Aber ich denke, das ist realitätsnah. Weil wenn man da wirklich in so einer Situation ist und einem dann so ein bisschen mulmig wird, dann hat man eben nicht mehr so viel Kraft in der Stimme. Also kann es gut sein, dass das Ganze doch eigentlich ganz gut synchronisiert ist. Auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen weird rüberkommt. Und wenn wir klettern, braucht das Ganze... richtig fett Ausdauer. Obwohl wir hier, ja. Wir müssen hier hoch. Also müssen wir es auch probieren. Das war gerade komisch, da, als ich da runtergerutscht bin. Das Ganze so langsam ging. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich hoffe, es passiert uns nicht allzu oft. Woher denn hier? Hier können wir durch. Okay. Treffen Sie den Kontaktmann in U-Bahn-Tunneln. Waffe raus. Wissen nicht, wem wir trauen können. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Okay. Ach, wir müssen ihn vielleicht sogar jetzt retten hier. Aber ich denke, wir sollten uns trotzdem mal beeilen. Nicht, dass da irgendwas falsch ist. Und wir uns hier schön gemütlich Zeit lassen. Ist da jemand? Während er da eigentlich gerade Hilfe braucht. Oh, Scheiße, das sieht nicht gut aus. Na, wirklich. Alter! Oh mein Gott. Ja. Kannst du laut sagen. Jumpscare? Scheiße, ein Schattenjäger. Nee. Nicht ganz. Okay.
Alles klar. Er rettet sogar uns, nicht wir ihn. Aber wir haben auch kein UV-Licht dabei. Bist du in Ordnung? Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist mir? Okay. Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark. Hilft Licht gegen die Mutation? Mit dem. Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Hey, was? Ich hab den, was haben die gesucht? Ich schwöre. Ja. Ah, Brotstellen hat funktioniert. Okay. Interessant. Okay, dann mal Waffe raus. Und... Der Boss kriegt den schon zum Reden. Wo ist der? Sorry, einen Moment. Ich möchte nicht, dass es hier nervt. So. Also ich hab... ich hatte hier gerade noch das Handy an. Kam erstmal richtig laut eine Benachrichtigung. Ich hoffe, das hört man im Video zumindest nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass hier WhatsApp-Web großartig rumnervt. Also, habe ich das mal schnell ausgemacht. Komm, jetzt wackel hier nicht so an der Tür rum. Waffe ist zerstört, suchen Sie nach. Nach einer neuen, ist das dein Ernst? Können wir die reparieren? Können die doch reparieren, oder nicht? Okay, sie ist noch nicht ganz zerstört. Leere Spitzenfassung, Schaftfassung, Talismanfassung. Ich weiß nicht, vielleicht können wir die später noch reparieren. Ging ja im ersten Teil auch. Ich hoffe, das wird hier auch gehen. Weil wenn man sich irgendeine coole Waffe macht und die dann einfach kaputt geht. Ah, okay. Muss erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert. Wenn die dann kaputt geht, das wäre schon ein bisschen kacke, wenn die dann einfach Rott ist. Okay. Alter. Kämpf, Aiden, Alter. Kämpf. Ich dachte, jetzt kommt einer durch die Tür. Wie soll der denn hier durchkommen, verdammt nochmal? Wir uns echt da durchschlagen? Nein. Ach, Moment. Moment. Okay. Okay, schade. Ich dachte, das geht mittlerweile mal. Unsere Waffe ist wahrscheinlich jetzt komplett Schrott, ne? 7 Haltbarkeit. Ich denke, das sollte ich erstmal... Moment mal. Ah, Mann, ich bin blöd. Komm, schau. Ja, und direkt das zweite Mal. Man muss sich überall umschauen und nicht nur da, wo man es erwartet. Na gut. Jetzt aber. Jetzt merke ich es mir.
Schon wieder eine Sequenz. Alter, die Drecksau. Die machen wir fertig. Du solltest doch tot sein. Ja, eigentlich schon, ne? Nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und das sind frei, meinst du wohl? Dann zeig mal, was du drauf hast. Was ist das für eine komische Synchronstimme, Alter? Ja gut, halten Sie rechte Maustaste gedrückt. Blocken. Blocken Sie im richtigen Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Okay. Und beim perfekten Block auch mit der Gegner. Alles klar, dann lass mal probieren, würde ich sagen. Was hat er gerade... Nicht mehr lange. Ich mach dich fertig. Bin ich sicher, ob er gerade wirklich das gesagt hat. Also ich denke, was er gesagt hat. Aha! Arm, Alter, jetzt habe ich's drauf. Ah, scheiße. Komm her, komm her. Ah, Bullshit. Klopp ihn weg, Alter. Nee, nix da. Wir sind mit den Fäusten auf jeden Fall schneller als er. Ne. Okay. Alles klar. Ich hab ihn weggekloppt, Alter. So wie es sich gehört. Euch Abschaum. Kann solche Leute nicht leiden. Die meinen Informanten einfach niederprügeln. Ja, dann probier's mal. Ah, Bullshit. Nee, probier's doch nicht. Okay. Also, die Beleidigung kam auf jeden Fall schon mal. Nur die vorherige. Ich weiß nicht, ob ich mich da verhört habe. Alles klar, Alter. Ich weiß auch nicht, ob wir scharfe Waffen... Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir scharfe Waffen abwehren können. Ah! Und die machen echt nicht viel Damage. Aber ich denke, später, wenn wir da verkacken... Wenn wir es da verkacken sollten, einen Angriff abzuwehren, dann haben wir ein kleines Problem. Gut, sie haben ihre Kampffähigkeit erhöht. Sprungtritt ermöglicht es ihnen, bei einem Sprung über ein Hindernis oder einen taumelnden Feind einen Tritt auszuführen. Okay, damit kann man bestimmt extrem geile Kombis machen. Werden wir mal in Zukunft ausprobieren. Und ja, ich denke, wenn wir in Zukunft hier verkacken, einen Angriff auszuweichen bzw. zu blocken, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtig dickes Problem. Aber am Anfang ist das alles noch sehr fair gemacht. Oder zu fair. Besser gesagt. Ich habe dir was dagelassen. Alles gut für einen Einstieg. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt... Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Alter. Gehen wir.
Können wir ihn nicht retten? Jan, komm ran, Alter. Ich glaube, wir können jetzt... Oh, und hier wird uns nochmal... wird uns nochmal der Sprungtritt erklärt. Verwenden Sie einen Sprung. Sprung, dann linke Maustaste. Okay. Können wir jetzt abhauen? Und kämpfen? Also, kommt es jetzt drauf an, wie wir uns entscheiden? Haha, das ist geil, Alter. Shit, nicht ganz geschafft, aber er war auch hinter der Säule. Komm ran, Alter. Bam, holy shit. Hä, was? Er hat durch ihn durchgeschlagen, oder was? Was soll das? So, wir müssen halten. Okay. Und er lässt uns... Ah, er lässt uns natürlich nicht heilen. Ah, doch, er lässt uns heilen. Okay. Ach so, Moment. Sollen wir das hinten... immer hintereinander machen, oder was? Okay, ja gut. Ah, nee. Ich dachte, wir sollen jetzt... Ich dachte eigentlich gerade, wir sollen jetzt so einen Kombo-Sprungangriff ausführen. Ah, okay, er ist down. Ah, scheiße. Aber nö. Entweder habe ich so oft verkackt, dass ich das Spiel gedacht hatte, ja, okay, dann halt nicht. Oder es war einfach von vornherein nicht gewollt. Ja, komm, ey. Jetzt mach. Bam, Alter. Okay. Also wirklich zurückspringen können wir nicht. Aber wir haben ihn auch so. Okay, es hat jetzt sehr lange gedauert. Aber gut, wir haben es geschafft. Okay, also das Tutorial geht anscheinend weiter, so wie ich sehe. Hä? Also ich bin jetzt über ihn drüber gesprungen und habe auch linke Maustaste gedrückt. Ja, wegfliegt. Geil. Und habe auch linke Maustaste gedrückt. Nur... Ja, er wollte einfach nicht. Hä? Geht das nicht, wenn wir die zurücktreten? Ah, komm, mach nochmal. Nein, okay, also es geht nur, wenn wir die wegblocken. Oder vielleicht können wir später noch eine Ability lernen, wodurch man dann Gegner durch Treten ins Taumeln bringen kann. Kommen Sie mit dem Kontakt, Mann. Das tut weh. Hä? Ah, okay. F. Wir treten ihm erstmal ins Maul. Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Hä? Geh zum Lüftungsschacht. Hat er sich gebufft mit irgendeiner komischen Spritze? Also mit irgendeinem komischen Mittel? Zuerst. Was machst du da?
Waltz darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Nein. Lass mich raus! Fischauge. Low One. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Lass den los. Okay, er ist nicht, er sieht zumindest nicht mutiert aus. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich hab sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir... Du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Die Drecksau, Alter. Da ist niemand. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier ist niemand, niemand, niemand. Alter. Nell. Wir müssen hier raus. Und jetzt müssen wir mal zeigen, was wir gelernt haben. In der Parcoursstunde. Gibt's ja auch so Collectibles? Irgendwie so. Es gab ja Zombie-Statuen. Im ersten Teil. Und wenn's die auch gibt, wäre es ziemlich asozial, wenn die. Wenn es da eine in dieser Luchtszene geben würde. Weil man will natürlich so schnell wie es geht weg. Haut sich dann nicht noch Ewigkeiten um. Das tut weh. Vor allem, weil man ja jetzt auch gar nicht weiß, ob man stirbt, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Weil er ja gerade am Mutieren ist. Oder zumindest... Irgendwas passiert mit Aiden. Also alles in Ordnung ist er auf jeden Fall nicht. Ja, aber ich glaube es... Alter! Was ist das? Ich glaube, es war ganz gut, dass wir runtergefallen sind. Into the unknown. Okay. Weil ich glaube, wären wir da einfach weitergerannt. Ich denke, wir wären gefasst worden im Gebäude. Alles klar. Wir haben es aber geschafft. Wer zur Hölle ist da? Ich bin Aiden. Ein Wasser. Scheiße, er verwandelt sich. Teddy,
Was zum Teufel? Wo sind wir gelandet? Okay, gegen deinen Ehrenmann und uns gerettet. Das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Jana, hol die Hände. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! First shot. Da weint man auf jeden Fall. Harkon, leg ihn um, Harkon. Da weiß man auf jeden Fall, wo die Prioritäten liegen. Ruhig, atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Harkon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Ich wollte es auch nicht. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädel, ja. Entspannt euch. Sie haben das nennt sich Leuten helfen. Ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker. Und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Alles klar. Er scheint cool zu sein. Er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Harkon. Sie himmelt dich an. Okay, warum wir sind immer auf jeden Fall was schuldig. Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Harkon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Erste Keule. Alles klar. Ja gut, Leute. Wo das hier noch hinführen soll, ich weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen bedanken. Ich habe da, als wir schlafen gegangen sind, gemerkt, okay, das wird anscheinend ein Zweiteiler. Das heißt, nächstes Mal dann Part 4. Danke fürs Zusehen. Schaltet gern beim nächsten Mal wieder rein und lasst auch gern ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Zum fünften Mal. Und ciao.